Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Solos Project. Mittlerweile sieht's und hört es sich schon etwas komisch an. Gucken, was hier passieren wird. Den Meilenstein haben wir, glaube ich, schon in der letzten Folge gesehen. Wendepunkt in der Tiefe. Jetzt könnten wir eigentlich mal die Taschenlampe rausholen. Oh, ich bin natürlich mal wieder über eine Falle gelatscht, weil ich super kompetent bin. Noch mehr Fallen? Nee, da kamen wir her. Hier kamen wir doch her. Bin gespannt, ob diese Tür nochmal aufgeht. Überall diese Billigfallen. Das versteht mal einer. So, wir sollen jetzt erstmal dort vorne hingehen. Das werden wir gleich machen. Wow. Das ist schon echt krass, was die da entwickelt haben. Oder entworfen haben, diese wahnsinnsgroße Welt. So, dort vorne haben wir eine Zielpeilung. Das sieht fast so aus, als wäre das irgendwie so dieses Kontrollteil der Waffe. Oh shit. Scheiße, wo sollen wir denn jetzt hingehen, bitte? Das war jetzt wohl nicht so klug, dass wir das Ding hier kaputt gemacht haben. Und wohin jetzt damit? Gehen wir einfach mal nach oben? Weil wir da halt noch nicht waren und hoffen, dass uns dieses Teil niemals einholen wird. Komisch. Wendepunkte der Tiefe 5. Und hops und weiterrennen oder was? Ja. Akt 7, die Rückkehr. Wer wird denn hier nur wieder zurückkehren? Okay, jetzt sollen wir also zurückgehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob er No oder Now gesagt hat. Das habe ich gerade nicht so richtig verstanden. Ne? Da will es wieder nicht. Dann gehen wir mal weiter. Ich meine, wir haben jetzt die fette Energie. Oh, das müssen wir lesen. Das müssen wir lesen. 10, 19 und was ist das? 20, okay, passt. Anno 12487, neuer Genpool im galaktischen Quadranten C entdeckt. Beispiellose Erhaltung des Codes der Ältesten. Könnte fehlende Verbindung über die Galaxie und der Geschichte sein. Spezies als Rasse C7 gekennzeichnet. Anno 12527, Planet der Rasse C7 von der Auslöschung bedroht. Neuer Laborplanet identifiziert. 97,5% Wasser, ideal zur Fragmentierung der Bevölkerung geeignet. Anno 1300, 970. Ach, dieses blöde Erdbeben-Scheißding jedes Mal. Anlage in angemessenen Lebensraum auf ausgewählten Planeten FC 87 gebaut. Behausungen konstruiert und Energiequelle entwickelt. Operation beginnt.
anno 1300 998. Natürlich müssen wir es nochmal lesen, weil ich etwas zu langsam war und dieses blöde Erdbeben hier immer wieder alles versaut. Auswahl von Subjekten der Rasse C7 versammelten sich auf Phoenix 882, bla bla bla, in Massen und neuen Planeten. Bildung. Ey, das ist ja echt nervig. Das müssen die dringend ändern, dass man da irgendwie rumscrollen kann, denn. Ey, jetzt mal, ist es euer Ernst? So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Zeug hier irgendwie. Können wir das nochmal lesen? Können wir, wenn hier Forschertagebuch? Können wir das gerade nochmal lesen? Nein. Geht natürlich nicht. Super Sache, echt. Ist doch scheiße. Also nochmal. Vielleicht mal kein Erdbeben. Aber natürlich, welche Frage? Also Umzug in Massen zu neuen Planeten, Bildung im Frühstadium und Unterstützung der Bevölkerung beginnt. Auswahl einer sozialen Elite unter der Bevölkerung, um Kultur zu erzwingen. Limitierte Tests von neuen Experimenten durchgeführt. Was soll das denn? Anno 1478, Saat von kulturellen Eliten fehlgeschlagen. Als autoritäre Kontrolle. Also als autoritäre Kontrolle des Vertreters. Beginn von Konflikten und Ausbreitung unter Subjekten der Rasse C7. Kommt schon, Leute, ist das euer Ernst? Müsst ihr das wirklich so versauen? Da habt ihr eine geile Story und dann kann man sie nicht lesen. Anno 1400-942. Mitglieder der Rasse C7 versuchen, den Ball zu stehen. Die Unterdrückung beginnt. Experiment ist soweit erfolgreich. Rückzug wurde als Hauptziel beschlossen. Überleben der letzten Mitglieder der Rasse C7 eher unwahrscheinlich. Anno 15003. Mitglieder der Rasse, die neuen erreichen Planeten FC87. Isolierte ein Testsubjekt, um Rasse D9 nochmals zu erwägen. Das könnten wir sein. Anno 1504. Überlebende der Rasse D9 funktioniert einwandfrei. Bedenkt weitere Forschungsmöglichkeiten. Nicht ohne weitere Anweisung auslöschen. Okay, super. Also man hat im Moment noch nicht vor, uns zu töten. Kommt erst noch. Okay, hier haben wir jede Menge dieser Energiequellen. Das sieht echt schön aus. Das macht voll viel Mut. Überall die Totenschädel. Wilson, record. I did it. I found what I think is an energy source. I don't quite understand it, but it seems to power the machinery here. Hopefully it'll fit in my comms array. It was in a giant fortress inside a volcano. It reminds me of some paranoid ramblings I heard back in 20th century history class. Something about an archaeologist in the 1940s finding a metal sphere in a tomb. Classic wartime paranoia. Anyway, I think this thing was built by the ones who made this fortress and everything on Gliese. In all these structures, I've seen evidence of two races. A tribal, primitive race and a more advanced race who built everything. The advanced race are definitely still here. I think I've seen them. I've definitely seen their spacecraft. I even stood on one, unless I'm losing my mind. This place is the most impressive structure I've seen yet. But there are no skeletons here. None of the long-headed aliens. Were the more advanced race the ones with the staffs presiding over them? My best guess is that the advanced aliens built everything.
Even the smoke serpent, the flying drones, the mechanisms. They were hoarding food here. The lesser dead race was being used for something. I'm sure of it. Were they slaves? Or was the entire planet an experiment? Was something being tested on these people? I'm almost finished. Scan out. Naja, wir haben die ganzen Sachen ja gelesen, insofern sollte ja klar sein, ja, sie waren Testsubjekte. Was zum Geier sind das jetzt? Okay. Drei Geheimnisse haben wir dann wohl nicht entdeckt. Tja, dann müssen wir damit leben. Und dann gucken wir mal, wie die ganze Sache weitergeht. Ich bin auf alle Fälle ziemlich gespannt. So, wir sind also wieder in einem Gang. Irgendwelche Eishüllen mal wieder. Also sind wir wahrscheinlich auf dem Rückweg. Vielleicht kommen wir nochmal bei dem coolen Fisch vorbei. Wir sollten vielleicht was anderes in die Hand nehmen. Ja, wobei, wir müssen mal ganz kurz die Fackel einfach nehmen. Ja. Mit dem Heißball sehen wir hier unten leider relativ wenig. Das ist ein bisschen problematisch. Dann müsste ich jetzt aber sehr weit runter hopsen. Das machen wir mal nicht. Wir folgen dann, denke ich, doch lieber mal im Weg. So wie es wahrscheinlich auch gedacht war. Da guck einer an. Bewegt sich nicht, okay. Das ist auf alle Fälle schon mal gut. So wie es aussieht, sind diese ganzen Eisdinger mittlerweile geschmolzen. Hier möchte man wieder ein bisschen Wasser haben. Dann gibt's das jetzt mal. Hier ist nichts geschmolzen. Oder vielleicht doch. Ja, doch eher. So. Kurz gespeichert. Machen wir hier mal die Tür auf. Na, das kennen wir doch schon. Hat unser Kumpel hier ja damals die Sachen für uns gebastelt. Ich muss sagen, das ist auf alle Fälle klug gemachtes Level-Design. Muss man hier wieder... Müssen wir jetzt echt... So. Das kennen wir schon, ne? Das kennen wir schon. Ja gut, dann werden wir jetzt wahrscheinlich bloß die nächsten Minuten den ganzen Weg wieder zurücklatschen müssen. Eventuell zeigt sich nochmal einer von den Aliens. Glaube ich jetzt aber allerdings nicht.
Aber gut, wir kriegen es raus. Kurzen Moment. Wir werden hier wieder ein paar leere Flaschen auffüllen. Halt, nochmal eine leere Flasche. Nochmal gespeichert. Ich meine, wenn wir es können, warum denn nicht? So. Naja, mal gucken. Also wir dürften jetzt eigentlich mittlerweile sämtliche Turmteile zusammen haben. Und eine Energiequelle haben wir auch. Insofern könnten wir das jetzt vielleicht langsam abschicken. Und dann kommen vielleicht die Aliens zu uns und wollen uns Böses tun. Man weiß es nicht. Ich meine, immerhin haben sie uns abgeschossen. Ja, vielleicht waren es auch nur diese Helferlein oder was auch immer das war. Wir kriegen es auf alle Fälle raus. Diese Typen, die hier eigentlich rumgelatscht sind und so groß sind, das müssten eigentlich die Aliens sein. Zumindest anhand der Aufzeichnung und so sieht es doch schwer danach aus. Und komischerweise helfen sie uns. Neue Peilung, vollende den Funkturm. Dann würde ich doch glatt sagen, tun wir das auch. Jetzt können wir nochmal den ganzen Mist zurücklatschen. So war das mit der Gifthöhle. Ich glaube, das war das mit der Gifthöhle. Nicht mal. Das ist ja schön. Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil meiner Meinung nach, dieses ganze Zurücklatschen. Da hätte man sich noch was Klügeres einfallen lassen können. Vielleicht irgendwie so ein Teleport oder sowas. Aber wahrscheinlich möchte man den Leuten dann jetzt einfach nochmal so die Möglichkeit geben, ein paar Geheimnisse, die man nicht entdeckt hat, jetzt nochmal zu erkunden oder so. Renn, 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 renn. Renn. Komm schon, lauf, Forest, lauf. So, wir sind mittlerweile ziemlich erschöpft. Da ist nicht so viel mit ständig rennen. Ach Gott, 7 Geheimnisse nicht entdeckt. Also wir haben, glaube ich, die Hälfte gar nicht gesehen von diesen Geheimnissen. Aber man braucht es ja auch nicht wirklich. Die Story ist dann doch das Was? Jetzt haben wir ein Achievement bekommen mit der Messias. Danke. So, wo stecken wir denn jetzt? Ah ja, da ist unser guter alter Kumpel.
Das ist ja richtig mies. Also die Menschheit hat quasi keine andere Chance mehr, außer auf diesem Planeten hier runterzukommen. Und es wird Zeit, ne? Und ich würde sagen, nachdem wir schon wieder bei 20 Minuten sind, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Bis dann und ciao.